Vergabe ist man jetzt in die Demarkung fortschreiten. Jetzt dem Fahrer das richtige Gefühl zu geben. Alle Motoren laufen, alle stehen parat, Ampel ist grün und jetzt geht's los. Qualifikation zum letzten großen Aufgalopp. Internationale deutsche GT-Meisterschaft und Dries Vanter, der verliert ja fast schon das Auto beim Rausfahren aus der Box, also diesen Pit-Speed-Limiter lösen. Und dann hat er schon mal zwei Querschläger. Kennt ihr durchaus? Wir haben ja vorhin die Werbung zur Rallycross-Weltmeisterschaft gesehen, die ja noch hier Ende November am 1.6.
Panasonic Racing Piloten bei Tietze, nämlich Kim Louis Schramm und Dennis Marschall, ganz, ganz eng. Was die Juniorwertung anbetrifft, es könnte sogar passieren, dass die Kamen-Seller hier theoretisch schon die Meisterung und dass die anderen beiden die Juniorwertung nach diesem kleinen Talksport WWT Mercedes nicht zu vergessen, da kommen sie in Lauerstellung. Die Ampel ist noch rot. Warten wir wieder so lange wie gestern, noch ist sie rot. Sie kommen alle in ihrem Startkorridor, Patrick, und gleich wird es losgehen und dann werden sie losgelassen. Die insgesamt 25 Autos, Finale ADAC GT Masters, Feuer frei. Rennen freigegeben. Früh geht's das Tempo an bei Klaus Bachler. Da muss jetzt Ammermüller gucken, kann er sich da vorbei an Dries Vanthoor auf der zweiten Position halten. In den Porsche von schon vorbeigekommen, das haben wir nicht hinbekommen.
haben wir jetzt auch noch die Situation, pass mal auf, gab es den Fahrerwechsel bei Talksport BRT schon oder hat man jetzt erstmal nur die Durchfahrtsstrafe abgesessen? Man hat die Durchfahrtsstrafe abgesessen, weil der Grafik ist eng. Das ist ja auch ein landesinternes Duell in Richtung Kurve Nummer 1. Da geht der Porsche besser. Kann möglicherweise Joel Eriksen da hinten an den Topfahrer der Boxengasse vorbeifahren. Aber in Eichen rein hart entgegen des Silvestro-Vorfuß Nummer 1 gekommen. Landesduell dort und Joel Eriksson, der konnte sich da richtig absetzen in diesem Moment. Und was macht Ricardo Feller? Er fährt nach Joel Eriksson. Jeffrey Schmidt auf der Überloch für ihn jetzt zur letzten Position. Auto
Was war das für ein unglaubliches Finale? Was musste vor allen Dingen der junge Mann hier mit dem schwarzen Visier? Ja, du hast es vorhin schon mal gesagt. Wenn Männer weinen, dann ist Motorsport im Spiel und ganz oft auch der Nürburgring. Ja, da haben wir es gerade gehört. Ich gebe es einfach mal weiter. Das. Bitte? Und wir haben gerade gehört, war es die Frage oder war es der Hinweis? Nein, wir haben es gewonnen. Wir haben.